Ja, moin meine Freunde, ich mache jetzt heute einfach mal ein Video. Was war das jetzt gerade am Rechnen? Ich möchte einfach nochmal hier ganz klar sagen, es ist, warum für mich gewisse Dinge einfach unverzeihlich sind. Oh. Es gibt einfach Dinge, wie ich ja schon in einem kleinen Short gesagt habe, die macht man nicht. So, man spielt nicht mit den Gefühlen von Menschen und so weiter und so fort. Man macht niemanden Hoffnung. So, weil alles so Sachen, die sauer überkippen. Bei mir kommt aber erschwerend hinzu, dass mir die Trauerzeit auch genommen wurde. Mir wurden ja nicht nur weitere Traumatas genommen, also was heißt genommen, also weitere Traumatas hinzugefügt von anderen. Und das sind halt für mich einfach auch so Dinge, wo ich einfach auch sage, da hört der Spaß einfach auf. So, man kann nicht immer weitermachen, als sei nichts gewesen, als sei nichts passiert. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. So, und solange man halt auch so ist, und so bin ich jedenfalls so, dann bin ich ganz schnell weg. Ganz schnell. Schnell man, als man gucken kann. Ja, sorry, wenn die Haare heute mal nicht sind. Weil es ist nämlich auch nicht immer gut, wenn man die Haare immer gelt und alles Mögliche. Ist auch mal ganz gut, wenn man die mal nicht zurecht macht und einfach die mal so lässt, wie sie sind. Nur mal by the way gesagt. Ich weiß, dass ich gut aussehe, das weiß ich auch so. Es ist aber auch, weil ich mich, sage ich mal, mich darauf ausruhen tue. So, das ist einfach auch, weil ich das für mein Wohlbefinden tatsächlich mache. Für mein Wohlbefinden mache ich das. So ist das auch mit meinen Bettsachen oder auch mit meiner Wäsche. Ne, dreimal die Woche in der Regel, beziehungsweise drei Maschinen wasche ich einmal die Woche, an einem Tag der Woche auch. Ne, weil ich hier oben auch wasche und da muss man nicht ewig die Nachbarn mit der Waschmaschine irgendwie auf den Geist gehen, weil die Waschmaschine auch ziemlich laut sein kann. So. Es ist einfach grundlegend auch selber, und das muss ich einfach auch so sagen. Was bin ich mir selber im Leben wert? Möchte ich irgendwie immer mit Menschen zusammenhängen, die scheiße für mich sind, die mich ausbeuten wollen, die mir quasi nur in die Hose wollen, weil sie entjungfert werden wollen oder, ne? Mit einem nicht reden, aber alles Mögliche wollen, einem am Arsch kleben, wie ein Klotz am Bein kleben. Und Leute, ich sag's, wie es ist, das ist nicht das Leben. Wenn man sowas macht, dann hat dieser jemand nicht nur ein Problem, so, dann ist auch in seinem eigenen Leben auch eine Menge schiefgelaufen, warum dieser Mensch so ist. Und so war es bei mir mitunter auch. Ich habe wirklich über 10 Jahre sedierende Mittel nehmen müssen, weil ich mit mir nicht im Reinen war. Ja, ich weiß nicht, was daran nicht zu glauben ist. Ne, wenn Psychiater beispielsweise der Meinung sind, man ist auch nicht entscheidungsfähig, um für sich da gewisse Entscheidungen strategisch vernünftig zu treffen, dann kann das auch passieren, dass man einen gesetzlichen Betreuer auf die Nase gedrückt kriegt und der entscheidet für einen alles. Und so war das leider bei mir auch und deswegen ist mein Leben auf eine Weise kaputt. Das sieht immer ganz, ganz toll aus, was ihr seht und was ich mache. Ne? Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Es ist eigentlich im Sinne, hier, was ich auch mache, mein täglich Brot, mein Job, ja, auch anderer Leute Computer zu retten, zu reparieren oder wenn die nicht viel Leistung haben, die Rechner so zu konzipieren und von der Leistung so zu optimieren, dass die Dinge trotz alledem, auch wenn die PC-Leistung von dem Rechner selber nicht allzu stark ist, immer noch lauffähig zu machen, es sei denn, der Computer ist zu alt und zu schwach. Dann kann man machen, was man will, weil dann funktioniert auch dann nichts von den Settings her. So. Das ist einfach, weil ich sehr jung schon, ne, eigentlich PC-affin war. Ich wurde da in der Hinsicht nie unterstützt, was daraus zu machen. So, und viele sagen immer wieder, boah, Agent, warum studierst du nicht Psychologie? Warum gehst du nicht in den IT-Bereich? So, ich kann euch sagen, warum ich auch Psychologie nicht studiere. Das kann ich ganz klar auch so sagen.
Weil das ist auch eine Sache, was ich nicht wusste. Letztlich ist ein Psychologiestudium reine englische Literatur. Es ist reine englische Literatur und auch sehr aufwendig, dieses Studium. So, da muss man sich nicht nur mehr auf den Hosenboden setzen, sondern das ist auch noch einiges mehr. So, da muss man auch Englisch ziemlich gut sein und alles Mögliche. Na? Klar kriege ich es hin, Leute wieder auf die Beine zu kriegen hier und da. So, das haben mir viele schon gesagt. Boah, wie machst du das? Bist ja schon quasi dein eigener Therapeut. Wo ich dann auch gesagt habe, das mag durchaus sein, weil ich vieles auch mittlerweile besser, was ich vor 10 Jahren auch nicht so hingekriegt hätte wie jetzt heute, gewisse Dinge selber zu regulieren. Mich selber, wenn ich mich in Scheiße manövriere, da wieder rauszuholen. So, das muss ich einfach so sagen. Und ich lasse mir halt keine Dinge mehr über meine Person auch nachsagen, die einfach nicht stimmt. So, das möchte ich einfach auch nochmal ganz klar sagen. Leute, die mich nicht kennen, denen steht das natürlich auch nicht zu, über meine Person sonstiges irgendwas zu sagen. Ne, das muss ich einfach so sagen. Ne, Freunde haben auch schon gesagt, so wie, du kriegst das und das und die darf weitermachen oder was. Ich so, ja. Ne, meine Leute regen sich alle drüber auf, irgendwo. Und die warten nur darauf, dass diverse Leute auch wieder live gehen und was. So, und das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Und auch wenn ich von den Dingen weiß, ich werde mich bedeckt halten und ich werde mich raushalten. Wenn meine Community der Meinung ist, beispielsweise auf meine Ex loszugehen, die niederzumachen, die öffentlich im Netz fertig zu machen, dann werde ich der letzte Mensch sein und da noch was gegen sagen, noch die schützend die Hand vorhalten. Nein, werde ich nicht mehr. Weil sie in meinen Augen der Dinge gegen meine Person gemacht, die ich ihr nicht verzeihen kann. Das werde ich niemals tun. So, man hat über Menschen kein Urteil zu treffen, die ich nicht richtig kenne, die ich noch nicht mal richtig gesehen habe, dessen Worte ich auch nur lesen kann und die wieder ständig auf einer Weise falsch interpretiert werden. Das ist ganz häufig gewesen. Über 47 Videos, ich kann es immer nur wieder betonen, sind von ihren Scheiß-Dislikes tatsächlich von betroffen. So. Und das sind alles auch so Sachen. Klar werden die irgendwann auffliegen und das wird auch rauskommen. Das ist von der Tendenz her, wird das auch rauskommen. Das ist auch nur eine Frage der Zeit. Das möchte ich jetzt hier auch nur noch mal ganz klar sagen. Ich möchte auch noch mal ganz klar sagen auch, in dem Punkt bin ich kein böser Mensch. Und ich lasse mich auch nicht als böse darstellen. Ne? Es sind die Umstände, die mich dazu bringen, um meine Freiheit, mich und meine Freiheit, mein Leben zu schützen, was mir gehört. Und ich lasse mich von keiner Frau auf dieser Welt in Gefangenschaft nehmen oder anders gesagt, wie eine Trophäe behandeln, um mich in eine Vitrine zu stecken. Und dann wohl, dass die Person dann die Vitrine abschließt, so dass niemand mehr an mich rankommt. Dass ich für die Frauenwelt irgendwo interessant bin, das weiß ich auch so. Und dass die eine oder andere Frau auch an meiner Person Interesse hat, das weiß ich auch so. Nur ich bin einer, der dann auch sagt, wenn Frau Interesse hat, dann soll sie mal zu mir kommen und das auch sagen, wenn sie mich mag. So, ich zwinge keine Frau dazu, zu sagen, ich finde dich geil. Du bist ein geiler Vogel, mit dir kann man Spaß haben, mit dir kann man lachen. Ich mag dich, bist eine coole Sau. Ne? Sage ich nichts gegen. Womit ich aber was gegen hätte, ist, wenn man mit Lovebombing kommt und mit Fake-Sachen. So, und meine Ex jetzt so als Beispiel, die ist von oben bis unten, das muss man einfach sagen, die ist von oben bis unten fake. Unecht. Die ist nicht menschlich, da ist nichts Echtes. Außer vielleicht ihre Oberweite und das, was sie vielleicht im Höschen hat. Und das war's. Alles andere vom Charakter ist alles fake. So, und ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, der sowas nicht mag. Ich mag so eine Lügerei nicht, Flunkerei nicht. Für mich ist diese Person, das sage ich so, wie es ist, um das allgemein treffend zu sagen, sie ist ein verlogenes Stück. So.
Und das ist noch nett gesagt und das ist nicht unbedingt beleidigend. Es ist meine Meinung, dass sie ein verlogenes Stück ist und krank und unnormal ist. Will über andere sagen, dass sie unnormal sind und krank und unnormal sind, dabei ist sie diejenige, die das Problem macht. Denn egal mit wem ich rede, sei es mit meiner Therapeutin, sei es mit meiner Alltagsunterstützung oder auch mit der Polizei oder sonst wen, gibt's nicht unbedingt die Probleme wie mit ihr. Genauso, dass ich von ihrer komischen Sachbearbeiterin stigmatisiert worden bin. Ja, bin ich. Weil sie am Lügen ist. Und deswegen wurde das auch der anderen Polizeidirektion übergeben. Weil die gute Sachbearbeiterin, ich nenne das jetzt einfach mal so, weil Datenschutz und so weiter, sich leider Gottes zur Zielscheibe gemacht hat. Und ich diese gute Frau angezeigt habe. Warum habe ich das gemacht? Weil sie mich unter einer Straftat bezichtigt, die ich nicht tue. Sie spricht mich schuldig für eine Sache, die ich nicht mache. Ich bin im Prinzip kaum noch online. So, jetzt ist es momentan wirklich so, dass ich regelmäßiger online bin, weil ich mich dazu zwingen muss, weil ich die Struktur brauche. Ich kann nicht wochenlang immer nur im Bett hocken. Ich verlasse so schon kaum noch das Haus. Weil ich wirklich auch unter Angst zu leiden habe. Aber diverse Personengruppen das super lustig finden, wenn man Menschen quält. So, und das ist das, wovor ich euch letztlich die ganzen 2 Jahre auch warnen wollte, dass ihr bitte auf euch aufpasst und nicht, dass ihr denselben Scheiß am Ende habt, wie ich es habe. Weil ganz ehrlich, die Heilungszeit, das dauert so lange mitunter, vor allen Dingen, wenn das Menschen sind, die so extremst auf Drama stehen, die verlängern noch absichtlich die Streitigkeiten, alles, nur um da die Aufmerksamkeit zu kriegen. Und es ist der Person auch egal, ob es jetzt negativ behaftet ist oder ob es positiv ist. So. Und da sollte, also da, ganz ehrlich, wenn man schon sowas mitkriegt, selber auch, da denke ich mir auch, hast du keine anderen Sorgen? Während wir anderen nämlich Sorge haben, wie kriegen wir was zu essen auf den Tisch, wie kriegen wir die Rechnungen bezahlt, hat diese Person nichts anderes als die Sorge, nicht genügend Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das ist das, was bei anderen Leuten nicht nur sauer ausstößt, sondern auch nicht nur negativ auffällt. Das ist halt das, wo wir alle merken, die hat ein Problem. Ne? Die hat ein Problem, Weil seitdem ich nämlich nicht mehr da bin, gerät das nämlich ständig aus dem Ruder. Geradezu, wenn sie mit diesem Dennis abhängt. Merkt, hat den Schuss nicht mehr gehört, hat nicht mehr alle Schüsseln im Schrank. So, und das ist das, wo die Leute dann auch anfangen zu lachen, weil man natürlich auch die widersprüchliche Scheiße dann noch oben drauf kommt, weil man so ein verlogenes Stück ist. Und irgendwann hören die Leute auf, einem zu glauben. Weil sie merken, das, was die Person erzählt, passt von vorne bis hinten nicht. Weil sie meine Person ganz anders auf einer Weise kennengelernt haben. Und so ist es auch mit meinen privaten Freunden nämlich. Ne, so wie Hans Bock das auch schon gesagt hat, ist auch einer meiner Abonnenten und privaten Freunde. Und der sagt auch schon, pass auf, mit der Alten, der dicke Bock kommt noch. Das wird noch richtig übel werden, hat er schon zu mir gesagt. Und er hat auch schon gemeint, in der Richtung auch, dass sie mich mit ihr zum Sex zwingen wird. Früher oder später, ob ich das will oder nicht. Ja, wenn ich das sogar zum Tod führen würde. Weil er hat schon ähnliche Erfahrungen schon mit anderen machen müssen, hat er mir gesagt. Die das ähnlicherweise hatten und das wohl auch bis zum Tod geführt hat. Bei sowas, muss ich ehrlich sagen, kriege ich auch wirklich Angst. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann auch weniger das Haus verlasse, meine Wohnung verrammeln tue. Und wenn ich dann irgendeine Stimme durch ich habe ja einen Hörer für das Haustelefon, für unten. So, das heißt, wenn jemand klingelt, nehme ich immer den Hörer ab und guck erstmal vom Hören, wer da unten steht.
So, und das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, ich bin nicht verpflichtet, der Polizei die Tür aufzumachen. Es sei denn, es ist ein Hausdurchsuchungsbefehl da. Und vorher muss ich die hier nicht reinlassen. Ohne einen Hausdurchsuchungsbefehl durch ein Gericht kommen die hier nicht rein. So, da müsste ich aber auch wirklich sonst was gemacht haben, damit die das auch anfordern können. Und das tue ich nicht. Ich bin in der Regel friedlich. Ich kann mich jedes Mal bedrängen und beengen lassen. Und das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich letztlich auch die Kanäle so drastisch auch getrennt habe. Damit ich auch mal zur Ruhe kommen kann, mich mal davon ausruhen kann. So, auf meinem Hauptkanal kann sie so viel disliken, wie sie will. Was soll mich das jucken? Wenn sie so eine juckende Muschi hat und meine Fresse sehen muss und sich da unten einfingern muss, dann muss sie das tun. Ich weiß auch so schon, dass ich ein guter Junge bin. Das weiß ich auch so. Ja, soll sie machen. Aber es ist mir egal. Dementsprechend werden auch die Dinge einfach auch anders umgestellt. Weil ich einfach denke, dass das besser so ist. Ich muss meine Zeit nicht verschwenden in Menschen, ja, die mit sich ein Problem haben. Die mit sich nicht im Reinen sind. Und das rate ich jedem anderen auch. Und so verhält sich das leider auch mit meinem Vater auch. Das ist genau das ähnliche Spiel. Ne? Ihn habe ich genauso abgestoßen. Warum? Weil er ein ähnliches Verhalten an den Tag legt. Nur mal dazu, dass ich das einfach so mache. Ne? Irgendwann ist halt nun mal die Zeit reif und damit auch die Zeit zu Ende, das mit sich machen zu lassen. So, es sind so viele Dinge in meinem Leben einfach gelaufen und es ist auch beispielsweise mütterlicherseits oder auch väterlicherseits. Ich kann das beiden offenerweise nicht verzeihen. Ne? Ich weiß, was ist, woran ich bei dem bin und eigentlich der Sohn bin, den keiner wollte. Das ist meine Sichtweise. Ich habe das auch immer wieder auch zu spüren bekommen, auch geradezu während meiner Jugendzeit auch. Meine Mutter hat sich sowieso kaum gemeldet bei mir. Die Lieblingstochter war ja meine Schwester und ich war immer das Kind, was sie nicht wollten. So und sowas merkt man sich irgendwann. Ne, das ist einfach so. Ne, wenn das halt auch Sachen sind, die, ja, wie soll ich sagen, nicht gut gelaufen sind. Es ist wirklich viel Scheiße gelaufen. So. Mal davon abgesehen. Und deswegen will ich, dass mein Leben einfach auch mal normaler wird. Ich weiß nicht, was daran nicht zu verstehen ist, dass man nicht mehr auf Eierschalen rumlaufen möchte, sondern dass das Leben auch mal anders werden soll. So, wie man es leben möchte. Darum auch mein Outing, darum, dass ich ein Transmann bin, weil mich das glücklicher macht. Ich bin ganz ehrlich mit euch, der Bart, den ihr hier so noch nicht seht, wartet mal, vielleicht kann ich das auch kurz in der Kamera hier zeigen. Ja, hier, wie ich den liebe. Ja, wie ich den schon anfassen kann, wie ich daran schon gefühlt ziehen kann, weil ich den einfach liebe. Ich knuddel mit dem jeden Abend und ich genieße es, was jedes Mal mehr kommt. Ja, wenn eine Frau jetzt kommen würde und sagen würde, Agent, schneid dir den ab, dann würde ich sagen, bitte was? Ich soll den abschneiden? Nein. Das wäre ja genauso gleichgestellt, wenn du mir sagen würdest, schneid dir die Eier ab. Nein, die kommen nicht ab. Nein. Nein. Ich liebe den. Genauso wie ich auch meine Nüsse lieben werde. So, das liebe ich mehr als Menschen, die mir nur wehtun wollen. Und deswegen habe ich gesagt, nö. Und deswegen stelle ich alles ab. Ich will das nicht mehr. Man übergeht mich. Man übergeht meiner Person. Man akzeptiert kein Nein. Man lässt mich auch nicht für eine gewisse Zeit gehen, damit ich mich auch mal erholen kann. Nein, man bedrängt mich weiterhin, weil was Besseres wie mich scheint man ja wohl nicht mehr zu finden, ne? So. Ich verstehe nicht, warum. Was ist an mir so besonders? Was ist an mir anders, was man bei den Jungs, bei den anderen Jungs nicht finden kann? Das würde mich mal echt mal interessieren, weil ich verstehe es nicht. Vielleicht kann ich es auch nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Klar werde ich nicht die Hoden haben wie andere Jungs, die dann ejakulieren können. Aber das ist nicht ein Zeichen von Männlichkeit, ob man jetzt ejakulieren kann oder nicht. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, um männlich zu sein, ist,
dass man seinen Konsum im Griff hat, dass man sich verhält, seine Emotionen unter Kontrolle hat und auch andere Dinge unter Kontrolle hat, dass man pfleglich rumläuft, sauber und alles. So weiß ich nicht, was daran so schwierig ist. Ja, weiß ich nicht, warum da manche sich dann gepiekt fühlen, nur weil ich ein Video aus Spaß auch hochlade, jetzt mal als Beispiel, wo es dann hieß, Typen, die ihr Ding nicht waschen. So. Weiß nicht, warum man davon gekränkt sein muss, warum man nicht einfach mitlacht. Das habe ich aus Just for Fun gemacht, ohne irgendwas anzuteasern. Ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht oder sonstiges. Ich habe TikTok aufgemacht, so war es wirklich. Ja, und dann ist mir als erstes dieses Video vor die Nase gekommen. Und dementsprechend habe ich flach gelegen vor Lachen, weil ich damit nicht gerechnet habe. Das hat geknallt. Ne? Weil man damit nicht rechnet. Nur wenn man sich davon gepiekt fühlt, das möchte ich auch nochmal sagen, dann scheint man sich ja selber untenrum nicht zu pflegen. Sonst müsste man sich nicht gepiekt fühlen. Man muss sich nicht von jedem Scheiß immer gleich gepiekt fühlen. Und wenn das der Fall ist, dann sich vielleicht auch mal Gedanken machen, warum das so ist. Und vielleicht auch mal selber an sich arbeiten und die Dinge abstellen. Das liegt ja nicht an mir, was ihr da draußen macht. Ob ihr euch richtig pflegt, ob ihr auch die Bartpflege macht, ob ihr auch da unten die Bockwurst auch waschen tut, weiß ich nicht, was man da irgendwie gepickt sein muss. Ne? Das ist einfach so, Männer und Frauen, das ist ja auch egal, aber beide Geschlechter müssen sich trotzdem waschen. So, geradezu, und das sage ich jetzt so auch, vor dem Geschlechtsverkehr sollte das Ding sowieso sauber sein und nicht, dass man denkt, man ist in der Käseabteilung. Ne? Aber es gilt auch für die Frau. Ich habe das auch schon andersherum erlebt. Ich fand's nicht wirklich, ganz ehrlich. Ne? Muss man nicht machen, sowas. Und dann, wenn man selber dann auch so ein Ekelpaket ist, dann darf man natürlich andere auch nicht kritisieren, in meinen Augen. So, ich habe es von zu Hause tatsächlich so gelernt, bevor ich bei anderen Leuten Haustüren aufkehre, kehre ich natürlich vor meiner, bevor ich bei anderen Haustüren aufkehre, den Dreck. Das ist so. Und so ist es auch mit der Kritik. So, ich darf nichts kritisieren, was ich selber scheiße mache. Wenn ich das besser mache, deutlich besser wie andere, dann darf ich auch kritisieren. Ja, dann darf ich auch Kritik üben. Warum? Weil ich es besser mache. Und für einige auch ein Vorbild bin. Und so bin ich auch. Ne? In der Regel gehe ich jeden Tag duschen. Momentan mache ich das alle 2 Tage, weil Luft und Kälte und hier und da. Und meine Haut an den Fingern beispielsweise auch wieder so, ja, weiß ich nicht, so rissig wird und alles. Da muss ich auch gucken, wie das mal anders wird wieder, damit das mal wieder besser abheilt. Ne? Alles so Sachen, wo man das dann eher weniger machen sollte. Apropos rissige Haut, sollte ich auch mal wieder eincremen. Alles so Sachen, die auch mit Pflege tatsächlich zu tun haben, auch mit der Hände. Je nachdem, wie man sich auch die Hände wäscht, wie man rausgeht auf dem Balkon oder überhaupt rausgeht, sollte man sich mindestens mehrfach auch mal die Hände am Tag mit Handcreme einschmieren, damit zum Beispiel die Haut an den Fingernägeln und alles nicht mehr so rissig ist. Genau das Problem habe ich nämlich noch. Das ist auch der Punkt, warum ich das immer wieder mit einem Knipser auch immer wieder abschneide, weil das rissige Haut ist und überschüssige Haut, die am Abblättern ist. Ist super unangenehm, muss man auch nicht haben, den Scheiß. Aber das ist auch, wo ich selber sage, das muss ich besser machen. Das sage ich so, wie es ist. Das muss ich besser machen. Das sage ich so, wie es ist. Ja, und? Muss ich besser machen. Bin da auch nicht perfekt. Und? Ich gebe wenigstens meine Fehler zu und zeige sie auch offenkundig. Und mir ist das auf einer Weise auch nicht peinlich, weil ich damit zeige, dass ich ein Mensch bin und authentisch bleibe. Und das können viele einfach nicht. Viele sind immer auf dieses perfekt aus und perfekt verkaufen. Leute, merkt euch eins, wer sowas macht, ist schon fake und nicht perfekt. Das ist auch kein Mensch. Der hat auch keine Werte, der hat nur innere Leere und auch sonstiges ist das kein Mensch schon wert, weil es kein Mensch ist. Passt auf euch auf, kann ich immer nur wieder sagen, und fallt nicht auf diese Fake-Menschen rein. Ganz schlimm, diese Menschen. Ganz, ganz schlimm. Und die sind nicht nur schlimm, die machen auch andere krank.
Man sieht es in vielen Stellen, die Fälle häufen sich, immer mehr häufen sich die Fälle im Netz. So, einfach mal überlegen, warum das so ist. So, und das liegt nicht an den Menschen, die normal mit Menschen Konversationen führen können, eine normale Kommunikation führen können. Das liegt eher an den Menschen, die mit sich eigentlich im Sinne ein Problem haben und auch nicht mit sich im Reinen sind. So, mehr gibt es dazu momentan nicht mehr zu sagen. Ganz einfach. Passt auf euch auf. Ich mache das auch. Und wir werden uns auf jeden Fall wieder hören. Ich will gucken, dass ich im nächsten Video, was ich dann jetzt wirklich mache, gucken möchte, dass ich euch zeige, wie die Preise sind, die Lebensmittelpreise. Wie das hier oben im Norden aussieht, scheint sich auch gefühlt täglich sich zu ändern. Naja, bis demnächst. Ciao, ciao.